Ja, hallo und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Aufnahme Bus Driver hier mit mir. Wie ihr hört, ich habe ein Mikro mir zugelegt, plus Headset, ganz cool hier. Und dann würde ich mal sagen, beginnen wir auch mal gleich. Wir haben ja hier noch diese Stadttour und das hier noch. Beginnen wir mal mit der Stadttour. Auf die Uhr gucken. So. Ja, es ist Freitag, wir haben Ferien. Richtig geil, Leute. So. Also wenn ich ja manchmal höre, dass es bei manchen hier, zum Beispiel bei meiner Freundin gibt es zum Beispiel keine Ferien, die haben nur bis Mittwoch frei. Ja. Dann haben die wieder Schule. Oder auch bei anderen, die haben dann eine Woche dann bloß Ferien. Deshalb bin ich hier eigentlich ganz froh, dass wir hier mal 2 Wochen frei haben. Wird auch so langsam Zeit. Schaltest du mal bitte. Dankeschön. Ja, wie gesagt, hier mit Bus Driver, wir sind wieder am Start. Und so wie ihr es ja gerade gesehen habt. Oh, die bleibt aber lang auf grün. Wir sind ja bald fertig mit den ganzen Touren. Ah, nicht auf dem Bordstein. Dann gucken wir mal, weil ich wollte ja hier noch dieses Gold Edition drauf installieren, wo dann richtig geile Fahrten noch dabei sind. So, aber auf jeden Fall fahren wir erstmal links rum. Wie gesagt, mal schauen, wenn wir hier ganz fertig sind, bei welcher Folge wir sind. Weil wir spielen ja hier jeden Monat ein anderes Spiel. Ah, oh, nicht so weit, nicht so weit. Ja, okay, das geht noch wunderbar. Wir liegen eigentlich noch gut in der Zeit. So, muss ich geradeaus. Ich hoffe's. Komm, die Ampel erwische ich noch. Nein! Die war ganz eindeutig auf grün. Nicht auf grün, auf gelb. Oh, extra nicht. Ja, okay, ich muss hier vorne eh gleich links. Überholen wir mal rechts und dann links. So. Ja, ja, hup, hup. Oh oh. Fahr. Fahr. So. Uahaha. Am Arsch! Meine Güte. Heute habe ich es aber wieder. Keine Ahnung, was da los ist. So. Ja, ich habe von einigen hier gehört, dass euch hier der Bus Driver Simulator gefällt. Könnt ihr natürlich im Handel kaufen. Kostet nicht viel. Ich glaube 5 Euro oder so. Oder 7. Keine Ahnung. 8. Auf jeden Fall nicht über 10, das weiß ich. Und dann. Ja, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, am Anfang gesagt. Falls euch irgendein Spiel richtig dolle gefällt und ihr es möchtet, hier. Zum Beispiel, dass ich jetzt vielleicht nochmal, dass ich da ein Special davon mache oder so. Machen wir vielleicht so 2 Specials vielleicht im Jahr oder 3 Specials von irgendwelchen Spielen, die euch super gefallen. Und dann schauen wir mal. Weil es kommen natürlich noch viele andere. Ganz viele andere Simulationen. Ich habe hier eine ganze Schublade voll. Also Simulationen werden uns nicht ausgehen. Das steht fest. Für einige bräuchte ich dann auch hier meinen neuen PC. Meine die jetzt nicht packt irgendwie. Deshalb müssen wir hier mal erstmal rumfahren.
dringend Zeit hier für meinen neuen PC. Aber es spricht natürlich eins dagegen. Und zwar die Eltern. Das ist natürlich ärgerlich. Aber ich versuche hiermit natürlich mein Bestes. Ich sag mal, schauen wir hier auf das Abschlusszeugnis, weil sie haben ja auch gesagt, dass eine Noten liegen täte. Naja, egal. So, da unten müssen wir links. Also langsam kennt man hier auch das Ampelsystem, den Busdriver. Ja, also Ferien, wir haben Ferien, ja. Die Realschüler sind ja dann auch bald fertig hier. Zumindest die, wo in der 10. Klasse sind. Einige sind jetzt vor den Ferien schon fertig geworden. Hier bei mir müssen sie noch, also da wo ich wohne, müssen sie, glaube ich, jetzt noch eine Woche nach dem Ferien müssen sie noch in die Schule kommen. Und hier links. So. Danach haben wir grün. Halt mich runter. So. So, leg mal bitte. Danke. Ja, wir haben etwas Zeit verloren. Wo wir die auch immer verloren haben, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wegen dem Knall da gegen das Haus. Kann ich aber nichts dafür. So. Mein Gott, wir fahren ja aber hier auch kreuz und quer. Links, rechts, links, rechts. Ah, das war noch gelb. So. Hier gibt es eine extra Busspur, das gefällt mir. Ja, also dann bin ich auch mal gespannt, was hier das nächste Let's Play von der Bus-Simulation, nicht von der Simulationsreihe ist, aber ich glaube, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Weil ich das auch eigentlich als erstes hier bringen wollte, aber dann habe ich mich kurzfristig doch für den Busdriver entschieden, weil ich wirklich, ich glaube, 4 verschiedene Bus-Simulationen habe. Bei mir. Ich bin einfach ein Bus-Fan, kann man ja hier so sagen. Oh, jetzt hat er wieder dieses Fuck-Schaltproblem, ey. Das ist halt hier ein bisschen scheiße, weil sonst hat er kein Schaltsystem zwischen keinen Gang, außer zwischen dem 3. und dem 4. Ist ja klar. Boah, schalt doch, verdammte Hurenkacke. Ja, wir werden auch hier in den Klinke beim Spurenwechsel mich eigentlich verarschen. Wir werden hier in den Ferien ein Battle aufnehmen. Es sind Leute dabei, die ihr eigentlich schon alle kennt, hier von unserem Kanal oder auch von anderen. Oder von dem letzten Battle, falls ihr das gesehen habt. Und wir versuchen dieses Mal natürlich, dass alle aufnehmen. Es müsste eigentlich soweit funktionieren, da jetzt eigentlich jeder richtig eingestellt hat und ich hoffe auch genug Platz hat. Jonas hat sich nächstes eine Festplatte gekauft, irgendwann mal
vor ein paar Wochen. Janis kann jetzt aufnehmen, er hat jetzt Fraps sich geholt. Und ja, ich kann ja sowieso aufnehmen. Dann weiß ich natürlich noch nicht, weil ich habe mir überlegt, da in so einen Viererbildschirm reinzuschneiden. Also dass ihr alle vier gleichzeitig seht. Aber dann habe ich das ein wenig scheiße gefunden wegen dem Ton, weil dann hört ihr ja alle acht gleichzeitig. Das ist natürlich ein wenig scheiße. Wahrscheinlich jeder einzelne Bildschirm dann kommen. Schreiben wir dann natürlich jeweils in das Video rein, in die Video, wie heißt das, keine Ahnung. Videoname, sag ich jetzt mal. Schreiben wir natürlich rein, welches Team das ist. Welche Map wir zocken werden, wissen wir auch schon. Ah, aber da ist doch mal aufgefasst, weil ich will ja nicht alles erzählen jetzt hier. Wisst ihr ja schon alles, das ist dann schon langweilig. Komm, gelb, grün. So. Das ist unsere vorletzte Haltestelle. Und dann noch den Busbahnhof wahrscheinlich. Westminster. So, wir haben reichlich Verspätung. Aber das macht nichts. Bei diesem Verkehr kann man einfach bloß Verspätung haben. Vor allem, wie sie da immer dann auf den Fahrplan achten, hier bei jeder Bussimulation, obwohl ja eigentlich in Wirklichkeit nie ein Bus pünktlich ist. Nie. Also bei uns zumindest nicht. Ach, da bin ich ja gestartet, glaub. Wow. Egal, haben wir halt noch 100 Miese gerade gekriegt. Das ist jetzt auch voll egal. So. 87 Leute befördert. Ja, okay, die Pünktlichkeit seht ihr ja. Nicht so prickelnd. Ein paar Minuspunkte. So, ja, also. Die Zeit reicht noch für eine zweite Fahrt. Wenn wir in mein Mikro wieder. So. Ich hoffe, ich rede jetzt nicht zu leise. Sonst entschuldige ich mich hier. Ja, fahren wir hier mal. Huhuhuhu. Wir hätten hier ja gleich einen Zusammenstoß gemacht. So. Fahren wir mit einem schönen Reisebus hier. Oh, muss ich mal schön was trinken. So. Fahren wir mal los. Wir müssen jetzt 3,5 Kilometer fahren. Also wir bringen hier Leute, die gerade mit dem Flugzeug angekommen sind, bringen wir wahrscheinlich hier zu, was weiß ich was, zu einem Hotel oder so. Ach am Arsch! Egal. Passiert jedem mal. Zeig mir jetzt einfach mal so spontan. Ja, grün, grün, grün! Oh oh. Was für Überrot. Am Arsch. Ach egal. Starten wir halt mit minus 231 Punkten. Dieses Fahrgeschaltproblem, das kotzt mich ja an.
warum sie das nicht gefixt haben. Ja. Ah. Also hier auf der Autobahn müssten wir jetzt wieder vorsichtig sein, dass wir nicht ins Rutschen kommen. Hier ist wie der LKW da. Oh, warte, das Schild ist auch ein wenig mitgenommen. Ja, hier die Linien, die irritieren hier manchmal, weil das sollen ja, glaube ich, die Mittellinien, das Schwarze da sein. Warum ist hier eigentlich nichts los? Auf der Autobahn ist schon immer was los. Da düsen wir hier mit Vollspeed. So. Okay, da scheinen ein paar mehr Autos zu sein. Und ein Reisebus ganz links. Oh. Ja, das ist, wenn man einmal nicht aufpasst, passiert sowas. Also die Leute würden wahrscheinlich ganz sicher hier nochmal mit uns fahren. Wir sind nämlich ein klasse Busfahrer. Boah. Ich hoffe, der Bus fährt nicht hier hoch. Wie viele Punkte wir hier rausgehen. Muss ich dann hin? Links? Okay. Das hier in Amerika muss hier links fahren, dürfte ich ja auch bewundernswert. Den lasse ich dann mal lieber hin. Sonst krach ich noch gegen den. Boah, warum fährt jetzt genau ein Auto neben mir? Boah, kann der Bus nicht lenken oder was? Ich sollte mehr Bus-Driver spielen. Oh, Schaltproblem. Crasht aus. Ey, ey. Da. Ey. Ich blink jetzt dauerhaft links, dass der nicht vorbeikommt. So. Also in Amerika ist rechts überholen erlaubt. Nur zur Info. Macht Spaß, hier alle rechts zu überholen, weil hier eh niemand fährt. Ich glaube, rechts halten die immer frei für die Busse. Egal. Ja, jetzt war schon wieder Minuspunkte gekriegt. Boah, ey. Was sind eigentlich 38 Miles per Hour? Wie viele Kilometer pro Stunde sind das? Nein, also die minus 241 Punkte, die Müll befasst nicht gereicht. Die müssen wir natürlich wieder reinholen durch irgendwas, keine Ahnung. Zu viel Spurwechsel machen, dann kriegt man immer 10 Punkte. So, haha. Oder für Baustelle. Was soll jetzt die Scheiße hier? Zwar möchte ich jetzt gerne da rein. Danke. Also so fahren professionelle Busfahrer. Einfach mal schnell den anderen hier abdrängen. So.
Ja, also falls ihr euch wundert, warum ich hier in der Kurve immer blinke, es liegt einfach daran, dass wenn man ja nicht blinkt, wenn man nicht blinkt, dann kriegt man immer Strafe. So, aber wenn man blinkt, dann kriegt man nie dann kriegt man fast nie Bonuspunkte. Wo muss ich hin? Geradeaus oder links? Links ist ja klar. Wow, wow. Ja, Hub hier. Nix Hub. Alter, hör mir auf. Ja, ist ja okay, ich bin ja schon weg. Stresst hier nicht so rum. Was die Autofahrer ja auch immer haben. Ist ja unglaublich. Boah, ich bin mit der Kamera fett da durch die Bushalte. Oh, wir haben leicht Verspätung. Komm schon. Ach, wir sind doch da schon mal hingefahren. Das ist doch so ein blödes Museum oder so. Und wir haben auch hier die Zufriedenheit wieder hochgesetzt. Und wir haben 18 Punkte. Jawohl. So. Einmal ganz locker hier über den Bordstein fahren. So. Dann bin ich ja mal gespannt. Conference Center. So, so. Bin ja mal gespannt, wie viele Punkte wir hier haben. Oh, die Strafpunkte. Oh, es geht eigentlich. Ja, und dann verabschiede ich mich hiermit auch. Und ich sage natürlich vielen Dank fürs Zuschauen. Das war bitte eine etwas längere Folge. Aber das ist ja egal. So, und ich sage ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.